Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Pangobas Let's Play. So, wir sind ja das letzte Mal wieder angekommen nach einem Fuchskampf und so weiter. Hier oben war ja irgendwo ein schwerer Kitsune-Fuchs und noch ein paar andere Monster. Auch nochmal so einen blauen Elite-Gegner, der leider irgendwie verschwunden ist. Und ja, heute müssen wir uns ein bisschen um die Nahrung sorgen, Gedanken machen. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen angepflanzt. Ich möchte auch mal ein bisschen Erde noch sammeln für ihren Garten. Das koppelt Granit. Nur vier Erde haben wir. Gut, wir haben eine Schaufel, aber wir könnten einfach hier rings um den See noch Sachen anpflanzen. Hier ist die Hacke. Jo, es fehlt ein bisschen an Platz und so weiter. Ja, wir sind fast in die andere Richtung. Gut, und wir wollen ja noch den Zaubertisch haben. Wir müssen auch noch ein paar Sachen sammeln. Obsidian zum Beispiel, also müssen wir in den Untergrund vielleicht. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht hier oben finden und so weiter. So, jetzt muss ich kurz noch ein bisschen schauen. Jetzt hier hin. Jo, und dann ist alles wieder aufgebracht. Industrie-Samen brauche ich nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zuckerrohr. So, damit wir das so schnell wie möglich Zaubertisch haben. Ja, diese flachen Gegenstände, die stören mich manchmal ein bisschen. Ist natürlich realistischer, aber man sieht einfach nicht mehr. Man hat nicht mehr so den Überblick, wo die Zuckerrohre dann sind. Also wir brauchen sehr viel mehr vom Weizen. Wir könnten eventuell auch noch die Gerste und so befüttern. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Also die Beeren möchte ich zu Smoothie machen. Schauen, Lachs, Tomaten. Mache ich auch das Zuckerrohr hier rein. Und der Kondor können wir eigentlich auch hier unten hin tun. Komm, alles so mit. Ja, nicht gerade essbar ist. Also die Flachs, die müssen wir anpflanzen. Dann haben wir hier noch Spice, das ist Gewürz. Pfeffer, glaube ich, oder so ist das Spice. Gewürz. Kenaf haben wir. Zwiebeln haben wir schon gepflanzt. Drachenfrucht mit einem Baum kreuzen. Oder ja, einfach. Kreuzen ist ein bisschen ein komisches Wort dafür. Peach, Tomato. Der Kohl könnten wir anpflanzen. Da gibt es sicher zum Beispiel Hamburger mit dem Salat oder Zwiebel. Ja gut, also nehmen wir hier mal zwei Setzlinge. Ich denke, das reicht, oder? Ja, sehr gut. Ja, die anderen können wir wieder reinwerfen. Ja, ich wollte noch Samen. Hallo. Du bist aber willkürlich gekommen. Ja, Flachs könnten wir ein bisschen anpflanzen noch. 5 Stück. Wo ist jetzt der andere Samen? Kornkernel könnten wir noch anpflanzen. Ja, komm. Nein, wir lassen einen drin. Also, was willst du verkaufen? Hier bist du. Ja, wow. Ein Banner musste mit Diamante. Entendekoration, den will ich. Ich will nicht. Ah, das ist der Epic Knights. Ja, okay. Auch nicht unbedingt, oder als Dekoration würde ich das nehmen. Das mache ich. Aber jetzt nicht unbedingt als eine Dekoration, weil ich noch nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Der Flachsamen, genau. Schön. Dann die Beeren. Der Weißkohl kann ich den so. Oh, schöner Samen. Voll unrealistisch. Den kann ich so anpflanzen. Kenaf wahrscheinlich auch. Keine Wackeln mehr. Ja, im letzten Part hatte ich irgendwie Mikrofonprobleme. In einem Update. Das ist
ist wirklich der schlimmste Mikrofonhersteller. Sag schon, Shure. Also mit den schlimmsten Apps. Mit einem App eher gesagt, ist es schon ziemlich nervig zum. Jo. Dimension. Da war der andere da, der große. Wie besser. Rot, genau, rot. So, Orangenbaum brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das auch kurz an. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach viel Keramik, nach Obsidian. Könnten irgendwo hingehen, also rein, in eine Höhle. Und dort vielleicht irgendwie wo Obsidian finden. Ich glaube, wir haben keine Obsidian, oder? Ich weiß sich gar nicht, ob wir da irgendwo aufgenommen haben. Nein, war keine. Okay, schade. Also, jetzt hier ein bisschen einiger Zeit? Ja, nein. Dankeschön. So. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, ob ihr das die Tastatur hört. Ich habe jetzt nämlich auf weit gemacht, damit ich natürlich nicht immer so ein bisschen leiser werde dann sofort. Wenn ich ein bisschen rechts runter schaue oder so, an rechts unten Bildschirmrand. Jo. Also, aber haben wir hier viel Lehm? Weil ich sehe immer so einen grauen Stein, hier haben wir Lehm. Hier gibt es ja Bäume, die nicht reif, also die Früchte werden nicht reif. Müssen wir noch ein bisschen weiter gehen. Ist auch, das ist Avocado, glaube ich, gewesen. Jo, und eigentlich möchte ich dieses Dorf hier ein bisschen ausbauen, aber ja, das wird eine Mordsaufgabe, überall beleuchten, Absperrungen zu machen und Häuser zu bauen. Lieber ein Dorf, was ein bisschen weiter weg ist. Gehen wir mal zu dieser Ruine dort. Und ja, wir suchen das richtige Biom. Also hier gehen wir. Wollen wir dort hochgehen oder da ins Wasser? Gehen wir ins Wasser, damit wir wieder schneller vorwärts kommen. Jo. Da ist auch so ein blauer Baum noch. Ja, wir verlieren wieder viel Essen. Es ist unglaublich, wie wenig man durch diesen Harvestkraftmod brennen kann und wie viel man essen muss und so. Ist ein bisschen schwer. Gibt es hier irgendwo Obsidian, also ein Lavasee oder so? Was ist das hier? Das ist wieder so ein Karfunkel. Boah. Ist leider ein anderer Stein. Was ist das hier unten? Aquatrine-Sand. Oh. Kann man dann mit einer Schaufel abbauen, aber. So, also der blaue Baum haben wir schon. Denke ich. Also jetzt einfach hier runter wieder. Wir gehen mal in die Höhle dort rein. Ich brauche ja auch ein bisschen bestimmte magische Sachen. Zum Bauen rein. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Magie-Mods benutzt. Ich kannte ein bisschen Farmcraft. Ich kannte ein bisschen Ars Magica. Das war's. Ja, es hat nur geleuchtet wegen dem Moos, okay. Schade, also so ein Azaleum, Lush Caves brauche ich. Und eventuell so Steine. Kann man mit einer Spitzhacke abbauen? Die geben wahrscheinlich nichts. Also mit denen kann man nicht die Blöcke herstellen und so. Die müssen wir in größer, also da muss ich mal in einem Livestream oder auch manchmal alleine dann die Sachen abbauen, aber damit kann man, glaube ich, nichts Richtiges machen. Doch, man kann die Blöcke machen, man kann die Lampen machen. Oh ja, so. So, olivgrüne Lampen hätte ich gerne, ja. Das ist etwas Wichtiges für mich.
Jetzt kommen wir hier schon wieder nicht weiter. Oh. Okay. Oh. Ist das ein Lavendelbiom, genau. Chakar, genau. Okay. Sehr gut. Mit Tee. Chakaranda. Okay, Chakaranda. Ändern, Chakar. So. Gehen wir hier unten durch. Wow. Episch. Also die Biome sind wieder unglaublich cool. Hier im Norden. Okay, Stalagmiten möchte ich gerne holen. Da unten ist auch noch ein anderer Stein. Aber da die brauche ich unbedingt. Stalagmiten, Stalaktiten. Wenn ich hier abbaue, dann fallen sie rum. Ja, okay, nicht weiter. Da muss ich sowieso auch. Sieht immer so aus, als würde man sie nicht einsammeln, aber man sammelt sie ein. Gut. Das erste hätten wir mal. Jetzt gehen wir einfach runter. Wie viel haben wir denn? Drei von den Shale könnten wir auch gebrauchen, klar. Das ist ein guter Modname. Einfach Blöcke, die man braucht. Aber hier oben, da müssen wir nicht unbedingt schön bauen. Da können wir jetzt einmal ein bisschen alles durchgraben. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich alles ein bisschen kaputt mache und später einfach noch was brauche, aber nicht so wichtig. Oh, das sind diese Spinnnetze. Kann man die abbauen mit einer Schere? Unbedingt nötig. Jetzt einfach nicht zu viel mitnehmen. Ja, wir haben noch nicht so viel Platz verschwendet. Und hier rüber bauen, wenn es geht. Ah, da haben wir noch den anderen Block. Das muss ich von unten. Ich habe keine Schere dabei. Wie? Kann ich die gar nicht mitnehmen. Sie kann man abbauen. Die geben auch den Block. Okay, ich habe nicht alle erwischt. Wachsen denn die auch? Gehen wir mal runter. So, was ist das? Silber? Nehme ich jetzt mal noch nicht mit. Also Achoria muss ich mitnehmen. Das tönt so cool. Archaisch, alt, antik und so. Aber sieht aus wie Scheiße. Oh Gott. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke mit den gelben Punkten, könnte irgendwie so einer gewesen sein, der hat ein bisschen zu viel Popcorn gegessen hat. So, was ist das? Das sind einfach schwarze Punkte gewesen auf dem Stein. Gut, was haben wir denn sonst noch? Leuchtmoos. Uranium, Zinn. Ich habe. Oh, ein Spinnenei. Okay, und das kann man auch nicht abbauen. Das kann man. Okay, jetzt kommt einfach eine Höhlenspinne raus. Schade, dass da irgendwie nicht irgendwie mitnehmbar. Trotzdem geil, so ein Spinnenbiom. Wow.
Die spinnen die Höhlen. Voll die Höhlenspinne. So, was haben wir noch? Webbing. Boah, viel zu viel. Aber dann haben wir schon mal etwas. Ich habe schon ein Gefühl, was ich so bauen möchte. Natürlich für unsere Arachnophobie. Natürlich nicht so Spinnen, aber zum Beispiel ein Spinnenturm. Das Infernium nervt es extremst. Jeder Gegner gibt dieses Material und hat es in Hülle und Fülle. Dann könnte ich eigentlich noch ein bisschen. Ich muss langsam aufhören mit dem Einsammeln. Ich muss irgendwo runter. Also gehen wir mal hier runter, Richtung Norden. Hä? Da ist noch ein Ding. Sind die Richtung, gell? Ja. Einfach mal ein bisschen runtergraben. Da gibt es sicher irgendwo Lavasee. Sieht. Also Erde brauchen wir, Tropfsteinblock brauchen wir, Granit. Ja, wir nehmen einfach die Eisenmünze nicht mit. Brauchen wir nicht dringendst. Und dann brauchen wir mindestens einen Platz noch. Die anderen Sachen. Ah, jetzt weiß ich, ein Backpack, also einen Rucksack, wollte ich noch craften mit euch in diesem Part. Hab's leider vergessen. Also hier unten mehrere Höhensysteme, ein großes rechts. Können wir dort mal hingehen, bitte? Ich mache mir eine Kiste hier. Das geht ja mal gar nicht. Ah, ein Miniskelett, ein Babyskelett. Hallo. Gar nicht schlagbar gut. Viel zu schnell. Hallo. Wieder ein Geist. Nochmals. Hey. Ja, so ist gut. Dankeschön. Ein großes Brett. Oh. Eine besondere Kammer. Jetzt krab. Eine Krabbe, die ist lustig. Wie viele Krabben kommen hier unten aus? Okay. Ja, wenn so ein Krabbenspawner ist, natürlich. Oh, geil. Komm mal. Ja, jetzt. Jetzt langsam. Oh, das kleine. Habe ich gar nicht gesehen. Die kommen aber hier nicht hoch. Das ist nur schwer. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer noch. Da kommen immer wieder mehr. Brat mich einfach hier rein. Wir kommen nicht hinterher. Ich muss mich kurz heilen. Doch, die kommen. Okay, ich bin weg. Wir können auch besser durchs Wasser. So, ich muss mich nur kurz heilen. Jetzt wartet doch hier, blöden Kram. Nochmals ein Babyskelett. Jo. Aber die Krabben, die können nicht durchs Wasser. Aha. Okay. Ich glaube, ich muss mich jetzt langsam mal ein bisschen skillen. Hä? Beziehungsweise steaden. Ja, ja. Die sind einfach zu zäh. Da müssen wir uns mit Magie helfen. So, jetzt heilt es. Jetzt haben wir hier 7 Punkte. Okay. Ich wollte ja Vitalität haben. So. Also, das müssen wir nicht mitnehmen. Wir brauchen keine Fäden.
Wir brauchen Binnenauge auch noch nicht. Die Knochen. Beile brauchen wir aber auch nicht. Soll ich trotzdem die Spitz hacken? Ich würde jetzt noch ein bisschen warten. Also diese Kammer würde ich jetzt noch nicht so gerne betreten. Aber genau, weil hier sind wir ein bisschen geschützt. Jo. Machen wir mal. Was haben wir? Lager. Ich glaube, Lager 2 haben wir. Okay. Lager 3. Lager 1 haben wir. Okay, Lager 2. Muss ich unbedingt nochmals hingehen dann? Und ja, wir brauchen ein bisschen Holz. Doppelkiste. Also ich werde mal dieses Zeug, das wir jetzt nicht überall finden, einfach mal hier lassen. So, was könnte ich mitnehmen? Das brauche ich ja nicht, aber. Ne, lassen wir das mal drin. Ah ja, das hier. Möchte ich gerne daheim haben. Zu Hause. Dann haben wir noch Lapis-Lazuli, cool. Jetzt habe ich nicht fertig gestattet, okay. Also, fertig statten. Also Intelligenz muss höher und Magie muss höher. Also die drei Stats sollten eigentlich reichen, wenn man die ein bisschen skillt. Später natürlich alles auf Intelligenz, damit wir mehr Schaden machen. Aber solange wir hier noch nicht genügend Mana und Leben haben, ich natürlich das. Naja, ich wollte ja in die andere Richtung gehen. In dieses große Gebiet dort rechts von der Minimap. Nickel, okay. So, also eine Spitzhacke ist kaputt. Das war, glaube ich, eine normale. Und die hat. Jo. Ist eine komische Unusable, wenn sie kaputt ist, aber. Ja, kann schon mal passieren. Wenn man die nicht sieht. Und die ist ja dann schon kaputt, eigentlich, oder? Also. Ich denke, wenn sie eine Haltbarkeit haben, sie ist sie schon kaputt. Jo. Okay, cool. Erde brauche ich. Ich will ein wunderschönes Grundstück machen auf dem See. Da brauche ich natürlich sehr viel Erde. Und wo kann man es besser abbauen als unter der Erde, wenn es so große Erdding gibt, oder? So, hier ist irgendwie ein Höhlen. Schlange, Höhle. Okay, das lasse ich jetzt auch mal noch hier. Hier ist sie. Uiuiui. Was ist das? Okay, das gleiche. XY-Craft, was ist das für ein Mod? Okay, hier oben ist nix. Leaferite. Zehn Orberry-Busch. Okay, nehmen wir mit. So, 10 Orberry. Nur ein Stück. Wo ist der Rest? Ich habe doch drei abgebaut. Der spickt sowieso ein bisschen weit weg. Also scheinbar beim Abbauen gehen manche weg. Oder sie glitschen wieder irgendwo hin. Das ist noch Stein, Silbererz. Lazuli brauche ich natürlich noch zum Verzaubern. Also, was haben wir denn hier? Das ist auch wieder dieses Diorite. Wieder einen Dance. Haben wir irgendwo Glück drauf? Plus 1 Glück. Na, das kann man aber mit dem nicht ab. Egal. Nochmals ein Dance. Gut, habe ich noch nach oben geschaut.
heute noch nicht rund. Ist irgendwas? Hat sich irgendwas bewegt? So, das ist er jetzt dort hinten wahrscheinlich. Oh nein! Da will ich jetzt noch nicht rein. Da bin ich ja noch nicht so geübt. Ich habe ja das in unserem Vanilla-Server immer wieder besucht, aber bin immer wieder einfach stecken geblieben. Da ist zu viel Schaden. Sie machen einfach zu viel Schaden. Dann, wenn sie kommen, diese Großen. Da bin ich noch nicht ganz so weit. Also ich habe einfach noch zu wenig Erfahrung. Ich schaue halt nicht andere Let's Player Minecraft. Ich schaue ein paar, die schön bauen, aber nicht so das Spiel durchspielen. Deshalb habe ich da einfach nicht genügend Erfahrung erfahren heute. Ich möchte eigentlich nur zu diesem Lavasee da drüben. Und das ist jetzt ungefähr der Fall. Oh, aber roter Stein, ey, wie geil ist denn der? Der Crate Mod, der hat richtig schöne Blöcke manchmal. Okay, es ist ein bisschen triest. Das ist sicher irgendwie nutzbar. Okay, da lässt sich nicht mehr einsammeln. Rohes Silber. An der Seite. So. Was ist denn das? Das ist Kalkstein. Hat das irgendwie einen Grund, dass das hier ist? Wahrscheinlich auch wieder so eine Art System, oder? Also komm, wir machen alles zu einem Kiwi. Lagerplatz. Sammeln die einfach später ein, wenn wir mehr Platz haben. Das geht doch so nicht. So viele Sachen. Der Draco ist total überfordert. Nein, nicht Erde. Erde und Holz nicht. Die brauche ich nicht. So. Genau, Kalkstein möchte ich noch mitnehmen. Kalkstein, für was ist es nötig? Ja, wow. Kalksachen. Hm. Kalkstein reinlegen. Unglaublich, wie viele Items. So. Als sollte eigentlich nichts passiert sehen. Gut, also. Dann ein bisschen bitte zur Lava. Okay, jetzt ist langsam der Part wieder Ding. Ich werde dorthin gehen. Den Obsidian abbauen. Wir haben Diamanten, gut. Also genügend Diamanten vor allem. Und ja, dann wieder zurückkehren, oder? Nächsten Part. Blei. Nö. Also hier sollte es eigentlich jetzt dann kommen, bitte. Muss ich immer längere Parts machen wegen dem Spiel? Egal welches Spiel. Okay, das ist ein komisches Skelett, das leuchtet. Es verbreitet sich erledigt. Okay, das ist das Finde eines dieser dunklen Systeme. Skulk-Biete. Aha, hier kann ich aber kein Obsidian fahren. Es ist gar kein See. Aber hier drüben ist irgendwo ein See. Das ist alles kein See. Hm.
Ja gut, dann machen wir einfach im nächsten Part hier weiter und finden hoffentlich noch einen See. Ja, weit in die Richtung, ne? Gut, aber sieht's schon geil aus. So. So, gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Traubwasser. Tschüss.